So, herzlich willkommen zurück bei Crossing Souls. Alter, was ist das denn jetzt? Schnapp dir das Rad und fahre bronzen davon, bevor er dich erwischt. Folge den Händen, weiche Hindernissen. Oh Gott, das ist hier. Wie hieß denn das nochmal? Scheiße. Wie hieß denn nochmal das Spiel mit diesen Kröten? Da war auch genau so eine Szene. Scheiße, wie hieß das nochmal? Battletoads, war das Battletoads? Achtung, fertig. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie ich springen kann. Oh, Alter! Ernsthaft? Wow. Boah, Alter. Das war damals schon mal Battletoads. Ich hab's gehasst. Es war so schwer. Wenn es Battletoads war. Ich weiß nicht mehr, ob es Battletoads war oder ein ähnliches. Okay. Weiche Hindernissen aus. Ja. Okay. Ah, sag mal, ich bin doch nach unten gefahren. Fuck it. Ist schon ein bisschen hart. Ich weiß nicht, wie über die Ölpfütze komme. Ich weiß gar nicht, ob ich springen kann. Müsste ich mal probieren. Ich probiere es, aber ich kann nicht springen, glaube ich. Fertig. Ne, ich kann nicht springen. Wieder drauf rein, auf das Ding, 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 Ding. Ich muss oben bleiben. Ich fahre immer automatisch zur Mitte. Aber die Hand blinkt halt nicht weg. Ich fahre immer automatisch zur Mitte, weil ich von da aus halt schneller überall hinkomme. Üblicher Gamer-Instinkt. Aber ich muss oben bleiben. Ich muss mich da zwingen. Und ich kann nicht zwinkern. Wenn ich einmal blinzelt, bist du tot. Wie soll ich denn da? Das war eine Dreiermauer. Wie soll ich da langkommen? Hä? Willst du mich verarschen? Alter. Ich glaube, es hackt. Ich war so gut, da kommt einer mit einer fucking Dreiermauer. Ich kann doch nichts. Ich kann doch nichts zaubern mit dem Rad. Ich habe keine Bewegung. Ich kann nur fahren. Ich kann sonst nichts machen. Dreckiger alter Mann hat vier Kinder getötet.
Das wird wohl offiziell der schlimmste Sommer der Geschichte. Trophäe erhalten, Staatsfeind Nummer 1. Nice! Ich weiß nicht, die Latte ist doch ziemlich hoch. Diesmal wären wir beinahe gestorben. Mann, und dieser Bronson ist irre. Uns so zu jagen, was denkt er sich nur dabei? Dass wir einen Außerirdischen verstecken? Das war übrigens tatsächlich so bei dem Haus, bei der Familie. Das war wie bei E.T. Das war original wie bei E.T. mit den Schläuchen und sowas. Oh, das ist witzig. Tut mir leid, euch daran zu erinnern zu müssen, aber wir haben uns verirrt. Mein Labor wurde konfisziert. Dieser Bronson verfolgt uns, unsere Eltern entführt. Wir wissen nicht mal, wo sie sind. Das ist ein Albtraum. Na und, Matt? Willst du dich jetzt einfach zusammenrollen und heulen? Ja, ich habe eine Idee, Matt. Warum baust du nicht eine Maschine, die deine Windeln wechselt? Wie wär's, wenn ich eine baue, die dir das Maul stopfen kann? Hört auf, das reicht jetzt. Streit wird unserer Familie nicht helfen. Wir brauchen einen Plan. Okay. Also, wie lautet der Plan? Naja, ich habe nachgedacht. Ich glaube, wir sollten erstmal durch den Wald gehen. Um zurück nach Tayunga zu kommen. Ja, du hast recht, Mann. Tut mir leid, es war ein langer Tag. Kein Ding. Es war für uns alle ein langer Tag, Matt. Alles wird gut. Leute, habt ihr das gehört? Kevin? Kumpel? Bist du das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, hier sind die kaputten Räder. Oh. Natur! Scheiß Natur! Oh! Juhu! Yeah! Ja, doch, er kann's gut brauchen. Und wir haben nur noch 6 von den anderen Dingern. So, okay, da ist sonst nichts. Feuer vielleicht? Nein. Gut, dann erstmal wieder speichern. Wir müssen immer speichern. So, ja bin ich. So, Big Joe durch den Wald. So viel wie der rennt, müsste er aber richtig ordentlich abnehmen. Das ist aber ein sehr düsterer Wald. Wenn ich das mal so sage. Gut, dem Lendblitz haben wir jetzt auch voll. Ich sollte mal davon Gebrauch machen. Nur kurz hier unten gucken. Okay. Ich hoffe, die fallen nicht runter. Geht's hier offiziell weiter? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich möchte dann da oben auch nochmal weitergehen, wo wir gerade eben waren. Dann gucke ich da lieber nochmal. Okay, das ist voll geil. Das erinnert mich gerade auch noch an alte JRPGs. So, kurz mal verschnaufen. Mal ganz kurz, da oben war da auch noch irgendwas, oder? Ja, hat sich richtig gelohnt, das zurückgehen. Scheiße. Aber na gut, wir müssen halt gucken. Ich will springen. So. So. Okay, wir könnten jetzt theoretisch nach da unten drauf, aber da ist, glaube ich, nichts. Wir müssen jetzt zu ihr wechseln. L2 einhaken.
Was ist das da unten? So, ich suche immer noch nach Herzchen hier. Ah, guck mal, da können wir was knuspern. Ah, verdammt. Da oben nehmen wir nochmal ganz kurz einen Bollersche mit. So viel Zeit muss sein. War is coming. Was? Ist das so ein bisschen Winter is coming like oder was? War is coming. So. Kann ich vielleicht noch da oben noch drauf springen und das angucken? Ich probiere es mal eben aus. La 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 la. Wenn ich jetzt hier... Ach guck mal, da steht da gar nichts. Interessant. Die Geister schreiben da drauf, War is coming. Echt, das schreiben Geister da drauf? Geht's hier rechts weit? Wo geht's hin? Ernsthaft? Ist... Okay, das mache ich nur mit ihm. Ich warte nur drauf, dass sie noch irgendwie wie beim Jump'n'Run irgendwie nach unten abhauen, die Dinger. Alter. Was ist das denn für ein Wald? Also ernsthaft. Da können Kinder nochmal richtig spielen. Oder rechts? Das hier sieht vernünftiger aus. So, er könnte auch mal ein paar Herzen gebrauchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich lang muss. Ich weiß, nach rechts geht's weiter, aber ich wollte hier nach links mal gucken. Nur mal gucken. Ach, das ist Wasser hier unten, ne? Das sieht irgendwie aus wie so ein Abgrund, aber ich glaube, das ist einfach so gutes altes Waldwasser. Was ist das hier? Schändliche Natur. Hasse dich, du Natur. Dein natürliches Wesen irritiert mich. In einer unnatürlichen Welt. Okay, das haben wir geschafft, Gott sei Dank. Ja, das haben wir geschafft, alles klar. Das hier ist ein kleiner Wasserfall, wie es aussieht. Und wir sind drüben. Oh Mist, kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. So. Das Gute bei ihm ist halt, ich kann sehen, wo er landet. Mit dem schwarzen Schatten unter seinen Füßen. Deswegen springe ich hier nur mit ihm. Boah, Alter, es ist so widerlich. Ich will hier endlich weg. Was ist das für ein Geräusch? Was? Was? Ich wollte gerade rollen, hab einen falschen Knopf gedrückt, hat trotzdem noch geklappt. Okay, wen haben wir denn hier? Tja, da hat der Priester wohl, Gut, habe ich doch einen abgekriegt. Alter, die machen aber gut Damage. Ich wollte gerade mal mit Ausweichen probieren. Ja, da gehe ich nicht hin. So, hier ist... Da oben, da kriegen wir eine Knuppertruhe, die nehmen wir natürlich mit. Oh Gott.
So, eine Knuppertruhe. So, das haben wir. Nein, 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 ja. Alter. Sieht aber schon sehr cool aus hier. Erinnert mich echt an JRPGs gerade. Was? Okay, es geht hier lang, es geht aber auch oben lang. Was zum Teufel? Alter, ich gehe erstmal unten lang. Ich würde es nicht mal wundern, wenn das da oben der schwerere, der leichtere Weg ist. Was ist denn los mit den Dingern? Okay. Okay, hier komme ich aber nicht zurück. Und das da oben könnte ein Geheimnis sein. Ich würde gern speichern. Ich weiß noch nicht, wie viel Leben ich habe insgesamt. Ob ich das schaffe? Okay. Wir hätten auch den anderen Weg nehmen können, glaube ich. Haben wir den Bademann gleich mitgenommen. Warum dreht er sich manchmal? Was soll das? So, da oben ist eine Blitzbombe, die sollten wir vielleicht mal... Ich muss die mal ausprobieren. Hat nicht so gut geklappt. Wie ich mir das gewünscht habe. Okay, ist schon ganz gut, aber... Brauchen wir nicht unbedingt. So, er nimmt das mal. Okay. Gut, guck mal, er jetzt ein bisschen damaged, der kann. Obwohl, weißt du, komm, ich spare mir die trotzdem nochmal. Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? Ach, das kriege ich nur, wenn ich. Okay, pass auf, ich probiere mal, ob ich das trotzdem kriege. Ob es sich lohnt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein! Was? Willst du mich verarschen? Okay, lohnt sich offenbar nicht. Ich lasse die Truhe da oben mal liegen. Wir sollten nicht zurückgehen. Da war das Wasser, ich hab's vergessen. Das war selten dämlich. Aber naja, gut. Ich komm da nicht mehr dran. Es hat nicht sollen sein. Man weiß nicht genau, welchen Weg man gehen muss. Kann man vorher nicht wissen. Sonst hätten wir die auf jeden Fall mitgenommen. So, schau, Crutter, da kommen bestimmt noch ein paar. Oh, sieht cool aus. War hier der Tote? Was? 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 Was ist das? Das sieht aus wie ein Haufen Geisterkinder. Und sie blockieren unseren einzigen Weg zurück nach Tayunga. Wir können sie ja fragen, ob sie uns durchlassen. Sie sehen eigentlich nett aus. Bist du verrückt? Hast du nicht ihre Blicke gesehen? Das sieht aus wie eine kleine Armee.
Ich weiß, Biggie. Ich hab nur Witze gemacht. Tja, aber so verrückt ist das gar nicht. Außerdem haben wir keine andere Wahl, als hier durchzugehen. Was denkst du, Kevin? Vielleicht könnte ich ihr kleiner Geisterfreund werden. Ich muss ja immer mit mir selbst reden, wenn du dich von der Duart getrennt hast. Und wenn ich hier einfach ausschalte, komme ich hier doch auch durch, oder? Ich frage nur. Müsste das nicht trotzdem gehen? So, ich nehme mal Platz 2. Jo, mache ich. Angeblich belohnt ein der Herr des Waldes damit, dass du in die Welt der Lebenden zurückkehren kannst, wenn du dich der Miliz anschließt. Und wenn du gut bist, bekommst du mehr Süßigkeiten, als du jemals essen kannst. Klingt nicht so glaubwürdig. Ist wirklich eine kleine Armee, ne? Die haben sogar eigene Symbole da. Die weiße Hand oder was das ist. Hast du was gesagt? Ja, ich hab gesagt, was... Hörst du mir zu? Kein Herz. Wenn du beitreten willst, musst du mit dem Rekrutierer reden. Er ist der Kerl am Tisch da. Aber er hört nicht auf Lebende. Du musst tot sein oder zumindest halb transparent, um hier durchzukommen. Leben wie dir habe ich gar nichts zu sagen. Verschwinde hier, Knochensack. Das ist nicht dein Gebiet. Oh, Twinkies, die sind dafür immer haltbar. Nicht zu fassen. Ist das eine Kiste voll mit Schoko-Cupcakes? Ich muss im Himmel sein. Ich glaube allerdings nicht, dass sie länger als ein paar Tage reichen würden. Mist. Kann ich hier nicht alles kaputt schlagen? Oh. Oh, alles klar. Ich musste zweimal schlagen. Na, großartig. Naja, so geht's auch. Wenn du beitreten willst, musst du mit dem Rekrutierer reden. Er ist ja gerne am Tisch da, aber er hört nicht auf Lebende. Du musst tot sein. Oder zumindest auch ganz gut. Das ist mal das Gleiche. So viele Waffen. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Aber die können die doch gar nicht benutzen. Normalerweise. Mit Lebenden reden die nicht. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Kein Zutritt. Sie haben nur Geisterzugang. Und du siehst nicht aus wie ein Geist. Ja, aber... Ich kann dabei helfen, du willst. Nein, danke. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen am Leben. Ja, habe ich mir schon gedacht. Nun, du hast noch Zeit, dich zu entscheiden, bis der Krieg startet. Deswegen War is Coming. Und ich finde es so ein bisschen bitter mit dem Schulbus hier übrigens. Ich wollte es nur sagen, das ist ein bisschen bitter. Mit den ganzen Geisterkindern. Okay, da komme ich nicht durch. Wenn du beitreten willst. Okay, erster Kerl am Tisch da drüben. Der einzige Weg aus dem Wald heraus führt durch die andere Seite des Forts. Nur mit dir, Miliz, dürfen durch. Gehört dies Gesindel zu dir? Was für ein Gesindel? Ah, die Knochensäcke natürlich nicht. Die wären eine gute Opfergabe für den Boss. Dadurch würde man die schnell befördern. Was ist mit den Kindern? Name? Captain Himbeere. Ha, wir haben ja einen Witzbold. Bist du hergekommen, um zu verpflichten, Mr. Himbeere? Für dich, Captain. Ich habe ein paar Fragen. Nein, ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Dann aber schnell. Wofür verpflichten? Wofür sollte ich mich verpflichten? Um Teil unserer Miliz beim Eintageskrieg zu werden. Unser Herr und Meister, der Busfahrer, verspricht uns... Süßigkeiten? Der Eintageskrieg? Der rekrutiert... Aber die Frage ist, der rekrutiert wahrscheinlich nicht gezielt die Kinder hier, sondern der rekrutiert wahrscheinlich alle Geister. Ewiges Leben, wenn wir für ihn kämpfen. Okay. Was bekomme ich, wenn ich mich verpflichte? Wenn ich mitmache, kann ich dann auch Besucher mit ins Fort bringen? Keine Besucher, außer an Feiertagen, aber unter keinen Umständen lebendige Menschen. Dieser Wald ist nur für Geister. Wofür? Wofür sollte ich mich verpflichten? Um Teil unserer Miliz beim Tag. Achso, das hat man schon. Ja. Das ist alles, also. Für dich, Captain? Captain Himbeere für dich. Zurück in die Reihe, aber. Okay. Nein, ich will ihn nicht. Ich trete bei, aber nur um sicherzustellen, dass ich auf der Gewinnerseite des Kriegs stehe. Ich bin nicht am Aufstieg interessiert, nur an den Süßigkeiten. Wenn ich wieder am Leben bin, werde ich mich mit Schokolade vollstopfen. Als ob das gehen würde. Hier kann nur die Miliz rein. Du musst dich verpflichten, wenn du passieren willst. Okay.
Aber da müssen wir wahrscheinlich irgendwann gegen unseren Bruder kämpfen, oder? Hier kommen wir nicht rein. Komischerweise, obwohl da ein Loch ist. So, Captain Himbeere. Okay, nochmal. Das hat nicht so gut geklappt. So, verpflichten. Ich will mich verpflichten. Sehr gut. Tut mir leid, dass ich nicht so enthusiastisch bin wie du, aber ich bin hier schon den ganzen Tag. Bürokratie. Ja, ich hasse das. Egal. Name? Kevin Williams. Der Name kommt mir bekannt vor. Okay, Kevin Williams, du bist drin. Du kannst zum Bus gehen, um die Prüfung abzulegen. Die Prüfung? Milizarbeit, der Nächste. Willkommen an Bord, Kamerad. Mach dich bereit für das Einführungsritual. Das sind zu viele Stimmen gerade. Ich kann den allen nicht irgendwie... Ne, schwierig. Öffnen. Beobachten. Keine Knochensäcke erlaubt. Na, dann gehen die Knochensäcke mal vorwärts. Hurra, wir haben es ins Lager geschafft. Fangt mich doch, ihr Geister. Psst, sei still, du Pimp. Sie werden es doch hören. Ach, komm schon, das ist super. Natürlich, da du ja schon tot bist, ist es dir egal. Leute, pass auf. Oh Mann, Geister überall. Wir kommen nicht in einem Stück raus. Okay, wir brauchen einen Plan, wenn wir aus diesem Wald raus wollen. Ja, ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn uns die Geister hier finden. Ihre Pläne sind eindeutig nichts Gutes. Ja, ich weiß. Ich gebe es nur ungern zu, aber... Kevin, wir brauchen deine Hilfe, um hier rauszukommen. Hä? Ich kann dich nicht hören. Kannst du lauter reden? Vielleicht könnte ich dich mit einem Bitte und eure Hoheit besser hören. Das hättest du wohl gerne gepimpft. Hör zu, wenn wir aus diesem Wald raus wollen, musst du so tun, als würdest du zu ihnen gehören. Und während du sie ablenkst, können wir uns durchs Lager schleichen. Verdammt, Chris, gute Idee! Moment mal, du bittest mich, die geheime Basis irgendwelcher Psychogeisterkinder mitten im gruseligsten Wald Kalifornien zu infiltrieren, um euch zu helfen? Ja, ich schätze schon. Tut mir leid, Kevin. Alles klar, Kawabanga, wie in den Filmen, die Dad immer schaut. Eine ultrageheime Mission im Wald. Ich bin ein Spion. Warte, noch nicht. Kevin! Kevin! Gut, ich hoffe, das funktioniert. Falls nicht, sind wir am Arsch. Oh Mann! Mhm. Jetzt kommt der harte Teil. Ich bin ja so nervös. Ich kann übrigens gerade Charaktere, doch kann ich noch wechseln. Öffnen. Es muss eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Okay. Wie haben die Kinder denn die ganzen Kisten hierher geschafft? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Hier beginnt die Milizprüfung. Viel Glück. Bleib ruhig, ist alles... Achso, bleib ruhig, ist alles ganz easy. Alle rein. Wenn ihr Teil der Miliz werden wollt, müsst ihr die Prüfung bestehen, die ihr hier seht. Okay. Ich glaube, ich habe mir gerade in die Hose gemacht. Ich habe zu fest gedrückt. Diese Strohpuppe ist einfach. Wenn der Krieg gegen die Leben kommt, wird alles anders sein. Krieg gegen die Lebenden? Natürlich. Wir müssen das beanspruchen, was uns gehört. Ich habe es satt, in der anderen Dimension zu sein. Ich will beide Welten. Was ist los mit den Geistern? Ich werde sämtliche Rekorde brechen. Davon träumst du. Das mache ich nämlich. Oh, Entschuldigung. Das war auch ein Rekord. Willkommen. So, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Was ist das da hinten? Ich ahne es. Das gehört bestimmt mit zur Prüfung. Ich sollte nicht gehen und den anderen Mann weiterkommen zu helfen. Wow, mit diesen Kerlchen wurden sie vorbereitet. Okay, aber... Wie kann ich denen jetzt helfen? Ich meine, Kevin kann nix. Ah, doch. Springen kann er offenbar. Oh Gott. Das ist so gar nicht meins. Ja. Okay. Ach, hier entlang. Ah. Wow.
Okay. Was ist das für ein Lärm? Wo sind wir? Oh Gott, eine Falle, eine Falle! Ich kann doch nicht mit leerem Magen sterben! Dieser Lärm klingt wie eine Fabrik. Eine Fabrik? Mitten im Wald? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wen kümmert uns um das Sinn ergibt, Matt? Wir müssen hier weg. Aber wie? Hey! Ich weiß wie! Kevin, Gott sei Dank! Wie kommen wir raus? Das weiß ich auch nicht, aber mein Auftritt war ziemlich cool, oder? Kevin! Okay, okay, bleibt cool, ich helfe euch ja. Finde eine Möglichkeit, uns zu helfen. Wir müssen hier schnell raus. Okay, da geht irgendein Band nach unten. Guck mal, hier normalisiert sich die Welt ein bisschen von den Farben her, glaube ich. Ich könnte hier mal speichern. So. Und weißt du, was ich auch machen könnte? Ich könnte mich auch mal verabschieden. So, ich würde sagen, den Rest der Prüfung sehen wir in der nächsten Folge. Entschuldigung, das muss noch sein. So viel Zeit muss sein. Den Rest der Prüfung sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer... Ich weiß nicht mal. Ja, euer 80er-Jahre-Grunk. Euer, was hat man denn da früher, was hat man denn in den 80ern gesagt? Euer, ja, Kumpel. Nee, ich weiß nicht. Was sind denn typische Begriffe für? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.